Morgen Abend geht es gegen den FSV Salm-Rohr. Die haben bisher erst ein Tor erzielt, aber dafür auch nur zwei Gegentreffer kassiert. Erwartest du da ein ähnliches Geduldsspiel wie schon am Samstag? Ja, da sieht man, wo die Stärken liegen bei Salm-Rohr. Mit Sicherheit in der Defensive. Ja, es ist eine sehr defensive Mannschaft, die sehr kompakt steht, sehr aggressiv spielt, ja, sehr hart spielt. Und darauf müssen wir uns einfach einstellen. Ja, das wird mit Sicherheit ein Geduldsspiel. Wir müssen aber wieder unser Spiel machen, ja, Druck aufbauen, schnell spielen und die Gegner einfach zu Fehlern zwingen dann. Zwischen dem 2:0-Sieg gegen Dudenhofen und dem Spiel morgen liegen zwei Tage. Siehst du das als Vorteil oder als Nachteil? Ach, ich glaube, das ist für beide Mannschaften kein Problem. Wir haben jetzt zwei Tage Pause. Ja, also das zweite Spiel erst. Was anderes ist jetzt das dritte Spiel in so einer englischen Woche. Dann wird natürlich schon was schwieriger, aber das zweite Spiel ist noch kein Problem. Wie sieht es bei den Verletzten aus? Kam da welche dazu oder ist noch alles gut? Nein, wir haben keine Verletzten dazu bekommen. Also nur die zwei Langzeitverletzten, sonst alles an Bord. Patrick, morgen geht es in Salm-Rohr weiter. Jetzt erstmal die gleiche Frage, die ich auch Jürgen gestellt habe. Es sind jetzt zwei Tage zwischen dem letzten Spiel und diesem Spiel dazwischen gewesen. Ist es ein Vorteil für euch, da ihr im Rhythmus bleibt, oder ist es ein Nachteil für euch, dass da ihr nicht so viel Zeit für Regeneration habt? Ich würde sagen, weder noch. Also ich denke, dass es kein Nachteil ist jetzt, wenn man direkt wieder spielt. Aber es ist auch kein Vorteil. Ich denke, beide Mannschaften haben gleich viel Pause. Ich glaube, Salm-Rohr hat auch am Samstag gespielt. Und deswegen sehe ich jetzt also keins von beiden. Ich freue mich einfach darauf, dass es direkt weitergeht. Wie wichtig ist es als Spieler, dass man am Samstag 2:0 gewinnen konnte? Ja, gibt mal ein gutes Gefühl auf jeden Fall. Ich denke nicht nur, dass wir 2:0 gespielt haben, sondern dass wir auch keine einzige Torschance eigentlich zugelassen haben. Das ist das Entscheidende, das war wichtig. Und das gibt uns ein gutes Gefühl jetzt auf jeden Fall fürs nächste Spiel. Wie werdet ihr das nächste Spiel angehen? Ich denke, ähnlich wie jedes Spiel. Wir wissen, dass wir gewinnen wollen, definitiv. Wissen aber auch, dass es ein hartes Stück Arbeit wird. Dass es ein kompakter Gegner, der uns kämpferisch auch natürlich alles abverlangen wird. Darauf müssen wir uns einstellen und ja, hoffen trotzdem, dass wir dann natürlich am Ende die 3 Punkte mitnehmen können. Lenci hat heute Geburtstag. Was hat er denn geschenkt? Als Mannschaft bis jetzt noch nichts. Am besten wäre natürlich morgen 3 Punkte und dann können wir zusammen noch ein bisschen was machen, definitiv.